So, wir könnten hier jetzt einen ganz verrückten, ganz verrückten Rhythmus haben, weil ich habe jetzt einfach mal laufen lassen, nicht auf Pause gemacht. Vielleicht ist es jetzt ein anderer als sonst, aber hey, wir kommen schon irgendwie damit zurecht, oder? Natürlich. So, zack, zack, zack. Hey, Hilfe, stimmt, da war ja noch was. Muss er noch spielen? Warum bin ich so doof? Hui. Ja, guck mal, siehst du, da sparen wir uns nämlich einen Sprung. Auch nicht schlecht. Das hat zumindest schon mal herausgefunden. So, und haha. Ups. Einfach hoch. Einfach hoch und jetzt nach oben. Genau. So wollte ich das machen. 30 Sekunden, obwohl ich ziemlich scheiße war. Ist in Ordnung. Die Frage ist halt wirklich, wie viel kommt jetzt noch mit ihmchen hier, ne? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Scheiße! Scheiße! Ja, okay. Wir haben es noch geschafft irgendwie. Das ist mir auch egal wie, aber Hauptsache, dass wir geschafft haben. Das ist wichtig. Okay, keine Ahnung. Was? Boot! Okay, ich habe mich geil unter der. Ach so. Ach so, ja, ja, nehmen wir mit, ne? Klar, das brauchen wir auch nicht. Also Potenzial ist ja auf jeden Fall genug. So. Habe ich verstanden? So, gut. So, die 3 Sekunden haben wir nämlich auch schön. Sind wir wieder hier. Wunderbar. Haben wir nochmal so eine Scheiße? Echt jetzt? Okay. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau an das Level erinnern, gebe ich ja zu. War das zweimal gut, scheiße? Lalalala. Nein! Nein, 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 nein! Wie dumm! Dass ich an so einer scheiß Eisscholle auch noch sterbe, ich werde wahnsinnig. Ach, das ist doch nicht nötig. Wirklich nicht. Das war wirklich. Ach, wie dumm. Ah. Ja, so. Wie schlecht. Ich habe überall hingeguckt, nur nicht dahin, wo ich gerade drauf stand. Das war mein Fehler. Das ist mein eigenes Problem. Und das kotzt mich schon wieder an, ne? Ich hätte es verhindern können. Hätte ich aufgepasst. Habe ich aber nicht. Konsequenz, ich bin tot. Ja, ist egal. Ich will die Maske bis da oben hin mitnehmen. Ach, was ein ätzender Shit. Komm, zack, zack. Zalap, Zalando. Hui. Wieso ist das manchmal so, dass der da so weit oben hängt? Der Penner. Penner. Hämmer. Boah, der kann nichts, der alte Sack, echt, ey. Zack, zack. Ach, ist egal. Brauchen wir ja auch nur einmal, stimmt. Ja, das Spiel mir schon gefallen getan, dem es den zweiten Schuss nämlich einfach nicht registriert hat. Sehr nett. Und sehr zuvorkommend. Hui. Ei. Zack. Ja, ja, und das schaffst du. Genau so. Und nicht anders. Nein! Oh Gott! Ah. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint ich immer so ein bisschen zu verziehen. Oder manchmal scheint es mir zu passieren, dass ich mit dem Controller etwas über die Stränge schlage oder daneben, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, der Controller ist eigentlich sehr präzise. Das heißt, es muss leider an mir liegen. Nein! Oh. Die Stelle mit. Also, auch das Level ist eigentlich echt easy. Wenn man weiß, was Phase ist, dann geht das, ne? Aber leider, leider, leider
Gibt's hier irgendwie... Vor mir jetzt gerade ist übelst der Wurm drin, ne? Übelst. Aber ich kann mich wahrscheinlich sogar so ein bisschen erklären, woran das liegt. Weil der Versuch, der letzte ernsthafte Versuch, der ein bisschen länger gedauert hat, war gut. Und das ist jetzt so ein bisschen der Frust, der jetzt wahrscheinlich verarbeitet wird. Vor allem, weil es so eine dumme Scheiße war, weswegen ich gestorben bin. Also wirklich komplett unnötig. Ich bin einfach vorbeigesprungen. Mehr weiß ich. Und das war auch kein Stress oder sonst irgendwas, sondern ich hatte eigentlich nur vorgehabt, so ein bisschen zu gucken, ja, was kommt denn da noch? Wo muss ich überhaupt hin? Ist da irgendwas, was mich töten kann? Und dann habe ich einfach nicht gesehen, wo ich gerade hingesprungen bin und ja, einfach an der Eisscholle vorbei leider, ne? Ist halt so. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Eigentlich muss ich nur draus lernen. Hui, ei, ei, ei. Zack, zack. Bums und fertig. 25 Sekunden, siehst du mal, ne? Ein bisschen schneller als sonst. Jetzt habe ich ja meistens um die 30. Ich freue mich nicht, dass gerade jetzt das Feuer da kommt. Zack. Dankeschön. Hilfe! Okay. Nein, brauchen wir gar nicht. Sehr nice. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. So, mehr will ich doch gar nicht. Keine Radde. Ab! Uaiaiaiaiai. Uauai. Zack. Dankeschön. Und jetzt einmal nach hier hin. Ganz gediegen. Das war so klar. Komm, hau ab. Ich brauch dich. Na los. Zum Glück hat der Sprung funktioniert, ey. Hätte ziemlich ätzend werden können, wenn das nämlich nicht der Fall gewesen wäre. Nein! Nein! Mann! Wieso springst du denn nicht hoch genug, du Fotzkopf? Ich, ey. Boah, das ist doch nicht zu... Oh, ich hasse es. Mann, das ist von der Seite. Das ist immer so ein... Immer diese Pixel genau. Scheiße, die da vielleicht funktioniert oder vielleicht auch nicht. Guck mal, ich musste den ja gar nicht als Plattform benutzen. Da bin ich auch gerade erst gerallt. Wie gesagt, Saphir wäre hier gar kein Problem, ne? Aber Saphir ist auch nicht mein Ziel. Sondern das, was ich schaffe, mit einem guten Gewissen. Nein! Drei Minuten Zeit habe ich für so, komm her. Und das ist wieder so eine Scheiße. Weil ich das einmal so weit, bin ich wieder dumm gestorben. Das fuckt mich so ab, dass ich die ganze Zeit im Unterbewusstsein denke, wenn ich so bist schlecht, wenn ich so bist scheiße. So, zack. 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 Alter, wieso gehst du denn nicht auf die Plattform drauf, Mann? Das ist auch immer so eine Geschichte, ne? Manchmal, wenn ich da drauf bin, dann macht er nicht dieses, ich hänge in der Luft und läuft dann direkt weiter. Das heißt, wenn ich dann nach rechts zeige, ist logische Konsequenz, dass ich dann wahrscheinlich übers Ziel hinausschieße. Aber man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht so genau. Die Kollisionsgefahr an den Kanten ist halt so, wie das Spiel gerade Lust hat, ne? Deswegen ist die Kiste gerade auch nicht kaputt gegangen, als ich da oben war. Obwohl ich meiner Ansicht nach eigentlich hoch genug war. Genauso wie hier. Ich weiß es nicht, was passiert genau. Ich bin gerade genauso, also beim zweiten Mal genauso gerutscht wie beim ersten Mal, vielleicht einen Millimeter tiefer. Und zack, ist die Kiste in die Luft geflogen. Davor war es nicht der Fall. Sie bin ich über sie hinausgeschossen. Und das sind Sachen, die habe ich leider nicht unter Kontrolle beim Spiel. Ich krieg's auch nicht hin. Also das schaffe ich auch nicht mehr nach 140 Grad. Wenn ich das jetzt nicht kann, dann werde ich das nie können. 6 Sekunden schlechter als letztes Mal. Alter. Nicht sehr gut. Ja, danke. Ach, Schnauze. Und auch immer diese Warterei, Alter. Nein! Und auch sowas, ich hab mich gedreht. Was denn? Wenn ich mich von unten da reindrehe, dann muss das doch funktionieren, Alter. Dass ich dann die Scheiße einfach kaputt drehe und dann darüber dann einfach da durchfliege. Und nicht davon abprall. Hatten wir schon mal das Thema letztes Mal. Mann. Ach, fuck mich nicht abspiel, echt, ey. Das ist mir scheißegal, tot. Och, ich brauch gleich mal neuen Kaffee. Fragt euch, warum ist Kaffee eigentlich mein Entspannungsgetränk?
Ihr wisst doch nicht, was noch im Kaffee drin ist. So, zack. Lahmarschig wie Sau. Ist mir jetzt aber auch gerade ziemlich egal, muss ich sagen. So, jo, zack. Und schon wieder. Könnte ein bisschen schneller sein als letztes Mal. Muss es aber nicht. So, zack, zack. Danke. Oh, ja. Explodieren, zack. Und durch. Oh, war sogar ziemlich gut. Von der Zeit her, wenn ich mal so angucke. Nicht schlecht. Ja, ich hätte es direkt machen können, aber ich hätte es eh verkackt. Ja. Scheiß auf die 2 Sekunden, ganz ehrlich. Ich habe mich schon so oft getötet. Wenn es dann, wie gesagt, darauf ankommen sollte, dann ist es halt so. Zack. Wunderbar. Ich mag die Musik. So, das hätten wir jetzt auch schon mal geregelt. Gut, danke. Und sowas hier zum Beispiel. Alter, ich war gerade jetzt noch nicht auf der Plattform drauf. Bin gesprungen, aber er hat gesagt, du bist ja schon drauf, guck mal. Ich will eigentlich einen Doppelsprung machen. Leck mich doch am Arsch, Mann. Was ist das denn für eine gottverdammte Drecksscheiße hier, Mann? Ich mach den verfickten Doppelsprung und dann macht er den doch wieder nicht, ey. Was ist denn los? Das liegt nicht am Controller, ey. Der rallt die Eingaben einfach nicht, weil das irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwie timingtechnisch dann vielleicht für den nicht ganz passt, weil die Kollisionsabfrage einfach zu kotzen ist. Himmelarsch, geht mir dann auf den Sack. Echt, ich drück Knöpfe und dann soll er das machen, was er machen soll. Das ist ein verficktes Spiel, mehr ist das doch nicht. Ach, Mann. Boah, war das früher alles besser. Echt. Da war es noch einfach, PlayStation 1 sein. Da gab es solche Probleme, ernsthaft nicht. Ich hatte solche Probleme habe ich erst mit PlayStation 3 kennengelernt. Kack, neue Spiele, echt. Mann. So, jetzt habe ich genug aufgedreht. Ah, das fuckt mich auch ab, Mann. Ich hänge schon wieder so lange an diesem Kack-Level. Das ist total unnötig. Es ist einfach. Es liegt einfach an dieser verkackten, verkorksten Steuerung. Himmel. Boah, geht mir gerade auf den Sack. Merkt man gar nicht, ne? Und ich stehe, okay, das war mein eigenes Problem. Ah, komm. Kannst du immer wieder sagen, das ist, wenn was schwierig ist, ist was schwierig. Das ist in Ordnung, ne? Aber das ist nicht schwierig. Das Spiel zu beherrschen, das ist schwierig. Nicht die Level oder die Sachen hier auszuweichen. Immer so, weil die Perspektive einfach grottig ist. Sie ist so halb von unten, halb von oben, manchmal aber nie direkt eindeutig von der Seite. Jetzt zum Beispiel, jetzt guckst du ganz leicht von oben, ne? Und vielleicht liegt es an mir, an meinen Augen, ne? Kann ja sein. Oder dass mein Gehirn vielleicht die Bilder nicht richtig verarbeiten kann. Aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich stört. Ich muss auch dieses ganz Knappe an Plattform oder beziehungsweise an Kisten, dann springt der halt in die Höhe, ne? Und das gleiche gilt für Plattformen. Hier zum Beispiel, zack. Ich dachte jetzt eigentlich zum Beispiel, dass ich da jetzt direkt von abprallen werde und nicht noch mit den Füßen rumbubble. Ach, auf jeden Fall ist ja egal. In der nächsten Tatsache, ich muss einfach schaffen. Mich interessiert das Spiel auch nicht, was ich, worüber ich rummeckere. Ist ja nicht so, dass das Spiel sich jetzt darüber Gedanken macht und sagt, oh, okay, vielleicht könnte der Dennis da recht haben. Okay, warum ist denn die Kisten da unten jetzt explodiert? Vor allem, warum habe ich meine Maske behalten? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? So, hier mal vorsichtig. Zack, damit wir bloß nicht in den Flammenstrahl der Kiste gelangen. Zack. Komm, Baby. Und genauso wie hier. Das ist so eine hackelige Scheiße. Huiuiui. Wenn man da nicht, also wirklich mit dem richtigen Winkel gegen die Kiste springt, ist das nicht so, dass man sich einfach kaputt drehen kann? Nein. Man prallt mit seiner Hirse da ab. Und da ist man eigentlich, da ist man schon so ziemlich tot. Vor allem, weil man ja auch so viel Zeit hier hat. Wenn man die mit der Zeit verlangsamen muss, kacke, versucht irgendwie das Lückchen zu überqueren. Oh, mein Gesicht juckt ganz schlechtes Teil. Ich hab schon echt lang kein Schwarzbild mehr gehabt. Fällt mir gerade so ein, ne? Nein! Äußerst bedauerlich, okay. Das heißt, die Dreiermaske kann ich jetzt erstmal in die Dorne treten. Wirklich schade. So. Guck mal, geht doch. Wunderbar. So. Auch geschafft.
hier wäre es gewesen. Oh, maybe. Nein, Schwarzbild. Gerade jetzt, wo es auf so eine Timing-Scheiße ankommt, ist klar. Okay. Brrr. So. Zack. Mir scheißegal. Alter! Kollisionsabfrage ist hier ein Riesenthema beim Spiel, finde ich. Echt jetzt. Kein Scheiß. Ui. 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 Nein, schon wieder der gleiche Wichs wie vorher. Warum bin ich denn so dumm? Warum bin ich denn so dumm? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Ey, das ist ja schrecklich. Was tue ich denn? Ja, komm, ist zu hoch. Ja, ich mache hier einen Cut. Mann, immer noch nicht geschafft. Tut mir leid, ey. Das ist, ich spiele ja auch einfach so eine Scheiße gerade zusammen, ne? Ich hole jetzt erstmal noch einen Kaffee, mache einen kurzen Brötchen. Vielleicht geht es dann mit neuer Kraft etwas besser weiter. Also, bis gleich.